Hi Leute, ihr erhaltet von mir drei Dateien, die M6, MCS, die Tool Change Positions Tabellendatei und die Tool Change Positions Lua. Die M6 Datei kommt bei Profile mach 4 ml Makros rein, die kopiert ihr einfach rein. Falls was vorher drin ist, könnt ihr die so löschen und dann so reinkopieren. Die Tool Change Positions CSV und Lua fügt ihr bei Modulen ein. Einfach hier einfügen. In Mach 4 macht ihr nun Operations, Open Script Editor. Dann könnt ihr hier auf Module gehen, euch die Tool Change Positions Lua angucken, unter Profile, Makros, M6, Doppelklick drauf, dann öffnet sich die. Und zusätzlich könnt ihr euch die Tool Change Positions CSV auch noch öffnen und anzeigen lassen. Hier tragt ihr zum Beispiel eure Werkzeugnummer ein. In dem Fall sind es 6 Werkzeuge. Die X-Position in absoluten Maschinenkoordinaten gesehen, die Y-Position und die Z-Position. Wenn ihr eine negative Richtung in Z-Position definiert habt, müsst ihr hier Minus eintragen. Die Tool Change Positions Lua, die müsst ihr eigentlich überhaupt nicht ändern, die wird einfach so reingeladen. Die Pros können natürlich da was ändern, aber als Amateure und Anfänger, der sich nicht mehr damit auskennt, muss da eigentlich nichts mehr machen. Dann könnt ihr die M6-Datei reinladen und dann könnt ihr auf die Machine Diagnostics gehen, MDI. Jetzt ist Werkzeug 1 eingelegt. Ihr wollt zum Beispiel Werkzeug 2 wechseln. Jetzt gebt ihr einfach nur ein M6T2 und drückt auf Cycle Start. Und jetzt sehen wir, dass die Positionen von der CSV angesteuert werden. So, das war der Werkzeugwechsel. Im Detail erklärt. Und hier findet ihr die Dokumente dafür. Geht auf Help Docs und dann auf Scripting Manual. Und im Scripting Manual ist es so ziemlich die letzte Seite unten. Tool Change. Und das ist die M6-Datei, die ich genauso drin habe, nur in abgewandelter Form. Das ist das Originalformat. Daran könnt ihr euch entlanghangeln. Hier ist auch oben Tool Change Positions. Hier die Tool Change Positions Datei. Und noch weiter oben CSV Datei. Die könnt ihr auch einfach abwandeln. Hier gehen wir jetzt die M6 Datei durch. Ganz oben wird die Tool Change Positions geladen im Verzeichnis Modules. So, dann haben wir das nächste Werkzeug aufnehmen und vergleichen. Wenn es das gleiche ist, dann kommt die Fehlermeldung. Wenn das aktuelle Werkzeug out of range ist, wenn das nächste Werkzeug out of range ist, zum Beispiel ihr habt nur 6 Werkzeuge und ihr wählt Werkzeug 10 aus, dann müsst ihr die richtige Werkzeugwechselposition anfahren. Wichtig ist hierbei, den im Eilgang runterfahrt auf eure Sollposition und 1 mm vorher im G01 verfahren könnt. Hier sollt ihr euren Output für die Drawbar einstellen. Dann habt ihr für das aufgenommene Werkzeug die Z-Höhe, die ihr auch nochmal einstellen könnt, wo er langsamer verfährt. Hier könnt ihr eine Wartezeit eingeben. Und hier ist eine kleine Abweichung zur Originaldatei. Die haben hier nämlich X0, Y0 eingestellt. Und es kann sein, dass ihr hier auf Kollision fahrt. Deswegen habe ich das so eingestellt, dass sobald das Werkzeug aufgenommen wird, ihr in der gleichen X-Position bleibt und Y nach vorne rausfahrt einfach, nachdem die Z-Achse hochgefahren wurde. Und dann seid ihr schon durch mit der Datei. Wie gesagt, hier könnt ihr die Tool Change Positions einstellen und nach einem Neustart sollte alles so laufen wie geplant. Das machen wir jetzt mal.
Also dann geht ihr auf Machine Diagnostics, MDI. Zuerst müsst ihr natürlich homen. Ich habe Home in Position, mal Machine Diagnostics. Und wenn ich jetzt zum Beispiel M6T200 wähle, was ich nicht drin habe, weil es oder E7 reicht schon aus, weil ich nur 6 abgelegt habe. Tool Number Out of Range. Das muss auf jeden Fall schon mal funktionieren bei euch. Dann könnt ihr zum Beispiel T2 eingeben und dann müsste der auf 200 fahren. 100 auf 100. Dann fährt er auf minus 70 und den letzten Millimeter fährt er halt langsam. Dann wechselt er, wartet kurz und dann fährt er wieder zurück. Okay, und wenn ihr das macht, könnt ihr beim Wechseln gucken, dass ihr beide Schieber auf 0 habt, damit ihr die Vorschübe richtig kontrollieren könnt. Wo fährt er jetzt hin? Und langsam erhöhen. Hier sehen wir jetzt die 69, den 1 mm, den ihr noch als Safe habt. Jetzt fährt er den letzten Millimeter noch runter. Würde dann die Drawbar aufmachen, kurz warten. Und erst wenn ihr jetzt hier wieder hochgeht, macht er den Input zu oder aus und fährt wieder zurück. Perfekt, das war's eigentlich. Mega easy. In diesem Video zeige ich euch ein bisschen was über den automatischen Werkzeugwechsler, wie der das bei mir ablegt. Das ist jetzt nur ein Konzept. Ich werde da noch eine Verkleidung bauen, so eine Klappe, die das auf und zu macht. Eine Kegelinnenreinigung wird noch eingefügt. Eine Sensorerkennung, ob der Zapfen eingelegt wurde, also der Einzugsbolzen auch drin ist. Dafür hat die Spindel Sensoren. Temperatursensoren werden noch eingerichtet. Sensoren, die Klappe erkennen. Wahrscheinlich wird das Ganze pneumatisch aufgebaut werden. Und ich möchte noch das Ganze so aufbauen, dass falls irgendein Fehler ist und die Spindel fährt auf den Halter drauf, aus irgendeinem Grund auch, wird der ganze Halter leicht federnd gelagert und hat eine Notabschaltung über 4 Mikroschalter, die in Reihe geschaltet werden. Und dann braucht nur einer die Verbindungsleitung zu kappen und dann habe ich ein Signal, falls aufgefahren wurde. Ich würde euch gerne zeigen, wie der Werkzeugwechsel jetzt hier funktioniert. Unten kriegt ihr schon mal das Werkzeugwechsel-Makro. Ich übernehme dafür keine Haftung. Ihr müsst ein bisschen mit Lua umgehen können. Ich empfehle euch, ein paar Tutorials anzugucken oder ein bisschen rumzuexperimentieren und immer die Vorschübe gering zu halten, um zu gucken, wohin der fährt. Das M6-Makro ist für mich optimiert, aber wenn ihr die gleichen Prozessabläufe habt, könnt ihr das auch für euch verwenden. Fangen wir mal an. Es ist ein einfacher Test. Wir fahren ein kleines T ab mit 3 Werkzeugwechseln. Schaut es euch einfach mal an. Hier wird es abgelegt. Ich habe 1 mm Luftspalt. Das heißt, es fällt ab. Hier ist es abgefallen. Jetzt fahren wir wieder ganz hoch. Zu viel. Wir setzen nicht ganz auf. Der Halter ist noch nicht ganz ausgerichtet. Ihr seht, der liegt nur auf so schwarzen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Jetzt sind wir bei 10.000 Umdrehungen. Das ist ein 8er Durchmesser. 1 mm tief. Das Bremsen habe ich noch immer nicht rausbekommen. Es läuft noch ein bisschen zu lange nach. Das sind jetzt 2000 mm Vorschub pro Minute. Abwärtsbewegung. Wow, also das hätte nicht passieren dürfen. Also ich habe jetzt mal nachgeguckt, woran der Fehler lag. Anscheinend hat er beim Ablegen, ich habe schon viele Werkzeugwechsel gemacht und die Dinger sind einfach lose, diese Treppchen hier.
Wie gesagt, mir fällt der Name nicht ein. Das, um ein einziges Treppchen ist es abgesackt. Deswegen ist es gut, wenn das Ganze später federnd gelagert ist und vorgespannt, sodass man, wenn man von oben kommt, eine leichte Federgegenspannung hat vom kompletten Halter, dass da mit Vorspannung in den Konus reingedrückt wird. Machen wir weiter. Ich hatte Glück, dass mir das ganze Ding nicht um die Ohren geflogen ist, also passt da auch gut auf. Ihr müsst genug Platz zwischen den Werkzeugaufnahmen halten, dass die Spindel an sich eintauchen kann. Und die Halter oben, dass die nicht den Einzugsbolzen berühren. Ich musste die Halterung bei mir nach oben verschieben. Die war hier unten und jetzt ist sie da oben. Schauen wir uns mal so einen Werkzeugwechsel von der Seite an. Ich gebe jetzt ein in der MDI M6T1 und drücke auf Cycle Start. Ich gebe jetzt ein bei der MDI M6T2. Da haben wir 1 mm Luftspalt gehabt ungefähr. Das ist das Master Tool. Damit werden alle anderen Werkzeuglängen vermessen und in die Werkzeugtabelle einfach eingetragen. Also Master Tool 1 und relativ dazu dann die Längenunterschiede zum Master Tool, ob dann länger oder kürzer ist. Und so sieht das Ergebnis aus und für das Ganze haben wir jetzt 1 Minute 30 gebraucht mit 3 Werkzeugwechseln. Also wer viel mit einer Fräse arbeitet, der sollte sich eine gönnen. Oder wer Bock hat daran zu basteln, so wie ich, und ständig zu erweitern, der kann sich auch sowas gönnen.